Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Genau, wir spielen den zweiten Teil mittlerweile. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch. Oh, da hat uns einer gesehen. Nee, nee, wir sind nicht da, wir sind weg. Wir müssen wieder zurück nach Hause. Wir haben ja letzte vor. Ezio, super, der hält sich immer fest. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, in der letzten Folge haben wir Briefe weggebracht für unseren Vater. Einen Brief am Taubenschlag abgeholt. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Hause. Genau. Ich nutze auch ein neues Stativ für mein Handy. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wenn euch das interessiert, wie das aussieht, der Selfie-Stick, mit dem ich jetzt arbeite, könnt ihr gerne das Video angucken. Genau. Und ja, da sind wir schon da. Oh, Ezio kann sich übrigens festhalten. So, da in die Tür müssen wir jetzt rein. Ne, ich habe ja hier praktisch beim letzten Mal das Spiel beendet. Und ich gucke mal kurz auf mein Display. Ja, ist alles gestochen scharf, ist alles schon ausgerichtet. Dann los. Und die Videos hier vom Let's Play werden jetzt 20 Minuten lang. Es sei denn, ich bin mitten in der Mission, dann können die auch mal über 20 Minuten sein. Let's go. War ich zu langsam. Ezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter. Sie hat einen Schock. Als sie sich wehrte. Hier ist es nicht sicher. Sie wurde vergewaltigt, sagst du. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Oh, wie er aussieht, hübsche Augen. Konzentration bitte. Gefängniseinbruch. Giovannis Zelle oben im Palazzo della Signorina. Erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Und plötzlich ist es dunkel geworden. Das mag ich an Assassin's Creed 2, da gibt es Tag- und Nacht-Dings. Ja, bekannter jetzt gerade. Falls es jemand auffällt, ich habe hier oben die Gesundheitsanzeige nicht drin. Ich habe ein paar Sachen ausgeschaltet, weil die brauche ich nicht. Dann gehen wir zugleich hier wieder hoch, damit wir direkt über die Dächer dorthin gehen. Ja, also wenn ich hier jetzt mal wie die Wolken gehen und alles, ist es voll cool gemacht. Der Mond schien helle, als ein Auto um die Ecke fuhr, oder wie? Ich krieg das nie zusammen. Jetzt müssen wir herausfinden, warum die eingesperrt worden sind. Ich meine, Leute, die das Spiel kennen, wissen das. Da bitte ich bitte nicht zu spoilern, weil es gibt vielleicht nur Leute, die das Spiel überhaupt nicht kennen. Oder die es halt vergessen haben, weil sie selber schon lange nicht mehr gespielt haben. Spoilern finde ich immer doof. Genau. Ich habe auch keine Aussichtspunkte jetzt vergangenes Mal gemacht. Ich habe einfach ausgemacht, die Konsole beim letzten Mal und. Hä, was flackert das denn da oben so? So, jetzt müssen wir aufpassen. Es sind nachher. Oh. Na, so funktioniert das nicht. Jetzt muss ich mal. Komm schon, Ezio. Ezio. Das sind nämlich Wachen. Ja. Yeah.
können wir natürlich noch nicht. Das kann er natürlich nicht. Das kann er natürlich auch nicht. Oh, kann ich nach hinten? Ja. Kann ich die Leute jetzt schon da runterziehen? Ich warte mal eben kurz. Warte, der kommt doch jetzt hier hin. Wir sind hier in der Renaissance. Heißt, die haben hier alle eine andere Rüstung an und so. Das ist eine normale Miliz, was man jetzt hier sieht. Er geht vorbei, okay. Seht ihr das Weiße da oben, was da blinkt? Hier oben, das ist eine Feder. Die werden später auch nochmal ganz interessant. Ne, das habe ich noch nicht gelernt, okay. Dann muss ich mal warten, bis der weg ist. Dann gehe ich da hoch. Komm schon, Ezio, beweg dich schneller. Obwohl, dem Ezio muss ich ja nie sagen, der bewegt sich ja schneller. Da steht der Nächste. Mamma mia. Ach, warte mal. Wie wär's denn, wenn ich... Kann ich da so rumlaufen? Ich muss mich beeilen, sonst kommt nachher der andere. Einmal um die Ecke. So. Ja, jetzt der Ezio, ja noch 17, ne? 17 bist du ja noch jung und gelenkig. Jetzt erstmal schön gucken, dass keiner guckt. Der hält da schön weiter Wache, das ist sehr gut. Erstmal in Heuraufen, Heuhaufen hinein. Der hat nichts gemerkt, ne? Nee, noch nicht. Kann ich nicht hoch. Schnell, Ezio. Das Spiel ist von 2009. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Jetzt halte ich aber erstmal die Klappe. Ezio. Vater, was ist passiert? Ein bisschen prügeln, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei ihnen? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist das egal. Was meint ihr denn? Erklärt. Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sag mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter. Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh jetzt, Jo. Geh jetzt. Ah, da laufen Wachen rum. Einen Moment. Ist das Bild noch scharf? Ja. Ihr könnt ja gern sagen, ob ich die Untertitel rausnehmen soll oder ob ich die lassen soll. Könnt ihr gern sagen. Ich warte, bis die Wachen ja einmal weg sind, damit die nicht sehen, dass ich weglaufe.
Ja, ich habe gesehen, dass da eine Truhe ist, aber ich will jetzt erstmal nach Hause, um meine Rüstung praktisch zu bekommen, beziehungsweise Waffen und so weiter, damit man sich auch verteidigen kann. Hoppala. Familienerbstück. Giovannis Dokumente finden und sie Uberto Alberti überbringen. Er ist aber nicht das, was er scheint. Dieser Uberto Alberti. Ich weiß natürlich, wo die Tür ist, aber ich gucke mich extra ein bisschen um. Jetzt kommt die tollste, jetzt kommt eine sehr tolle Sequenz, finde ich. Die Musik, Alter. Das ist das Assassinengewand des Vaters. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Es gibt ja zu diesem, also praktisch die Vorgeschichte von Assassin's Creed 2, ja, da gibt es eine Vorgeschichte von, die nennt sich, gibt es auf YouTube zu sehen, gibt es auch auf Deutsch. Die haben so einen kleinen Film gedreht, wie der Vater von Ezio halt durch Venezia läuft und so und Rodrigo Borgia zum ersten Mal trifft und so weiter. Da gibt es einen Film von. Das nennt sich, glaube ich, Assassin's Creed, jetzt verließen sie mich. Heißt das Assassin's Creed Legacy oder so ähnlich? Ich hab's nicht so mit diesen englischen Namen immer. Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Ein bisschen spät für den Ball Dass der du Roma. stirbst. Mit Ezio kann ich besser kämpfen. Sorry. Ah, Cretino. Oh, was ist denn mit der Kamera los? Die rastet aus. Ich mache das extra mit den Wachen hier laufen, weil hoppala. Wir laufen an unser Ziel vorbei. Wenn ihr jetzt gleich mal in den Hintergrund guckt, der Typ ist nicht alleine, so viel kann ich schon mal sagen. Seht ihr im Hintergrund, da ist Ich nämlich werde jemand. alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie
und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Naja. Familien-App-Stück synchronisiert. Assassinen-Umhang erhalten. Zerbrochene, versteckte Klinge erhalten. Codex-Seite erhalten. Ja, jetzt hier in Assassin's Creed 2 lese ich auch so das meiste vor. Drücke Dreieck, um einzukaufen. Rüstung. Siehst du, hier kann man nämlich Rüstungsteile kaufen. Ich werde aber nicht alles kaufen oder sehr wenig. Das erhöht einfach nochmal den Schwierigkeitsgrad. Denn wie gesagt, normalerweise hat man ja hier oben diese Gesundheitsleiste. Und genau. Vielleicht ein anderes Mal. Wollt ihr gegen mich kämpfen? Die schreien, weil ich habe ja ein Schwert und die nicht. Der letzte, der noch steht. Der Verhandlung von Petruccio, Giovanni und Federico beiwohnen. Das mache ich noch. Der in der schwarzen Robe ist Rodrigo Borgia. Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dafür werde ich dich töten! Waffen! Ergreift ihn! Aber Tete, lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Alles klar. Eccolo, packt ihn! Ezio, nicht hochgucken. Das ist ganz schlecht, was du machst. Zieh dich hoch. Ja. Da, ich sehe ihn. Scheiße, wo ist er? Das ist aber gut. Wir müssen aus dem Radius raus. Falls jemand das nicht kennt. Man sieht ja da so einen Radius im Dings. Oder man muss sich halt schnell verstecken. Zack, wir sind draußen. Sehr schön. Wir sind der Letzte, der noch steht von der Familie. Also als Mann. Sequenz 1 beendet.
Die Welt baut sich neu auf, die Matrix. Dann sag ich mal ganz kurz, bis zum nächsten Mal, eure Tofina.